Ah, dann begrüße ich ganz herzlich Reinhild Frech-Emmelmann hier im Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Denia. Na, wie ist eigentlich dein Damenname? Mein Damenname ist Shin-e. Shin-e, was heißt das? Shin-e bedeutet Vertrauen und Liebe. Oh, schön. Ja, magst du etwas über dich erzählen, was du so machst? Ja, also ich wohne hier in Österreich. Absolut auf dem Land, auf einem Einzelgehöft. Und ich bin eigentlich von Beruf Landwirtin und habe hier meinen landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Gemüsesaatgutbetrieb ausgebaut. Und meine Tätigkeit umfasst derzeit neben einer Geschäftsführung zusammen mit zwei anderen Geschäftsführern, also die nächste Generation, umfasst meine Tätigkeit die Züchtungsarbeit und die Entwicklung von neuen Sorten. Also ich bin Gemüsesaatgutzüchterin. Wie bist du dazu gekommen? Also du hast ja eben gesagt, du bist Landwirtin. Und warum hast du dir genau das ausgesucht jetzt? Also Ja, ich hatte immer schon einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb hier und als ein Demeterbetrieb. Ich konnte mir das leisten in den damaligen familiären Verhältnissen, dass ich nicht unbedingt davon leben musste, sondern sehr viel ausprobieren konnte. Und ich war auch bei der Gründung von der Arche Noah, ein gemeinnütziger Verein für die Erhaltung von Sorten beteiligt. Das ist hier ganz in der Nähe. Und dann war ich an einem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, was möchte ich noch machen? Ich war damals 48 Jahre alt. Und dann, das passiert mir sehr oft so etwas, dann hatte ich eine Vision und konnte also am helllichten Tage klar vor meinen Augen sehen, dass ich aus 3 Hektar kann ich 300.000 Hektar begrünen. Und das war dann der Auftrag. Und dann habe ich mich in diese Arbeit hineingestürzt. Und wie unsere Meisterin immer so sagt, alles ist möglich mit Buddhas Hilfe. Offensichtlich ist es mir gelungen. Schön. Also 300.000 Hektar. Ja, mit Ich drei weiß gar nicht, Hektar. wie viel ist das so? Wie muss man sich das vorstellen? Naja, also ich habe hier 3 Hektar Grund. Das ist noch ein bisschen überschaubar. 300.000, ich meine, das sind 100, also 300 mal 100.000, ja, große Fläche. Riesig. Schön. Dann hast du auch ganz viele Mitarbeiter. Ja, inzwischen sind wir über 50, haben wir über 50 Mitarbeiter, ja. Schön. Und was sind das so für Sorten, die du da hast? Und kann man die einfach, belieferst du dann die Demeterhöfe oder Naturkostläden oder Natur, wie auch immer, keine Ahnung. Ja, also wir produzieren natürlich sehr vielfältiges Gemüse, im Prinzip alles, ja, von Stangenbohnen über Zucchini, Tomaten und Paprika, alles, was es gibt, rote Rüben, was man sich vorstellen kann, auch Blumen und Kräuter, das kultivieren wir hier, aber nur zum Zwecke der Saatgutvermehrung. Das heißt, wir selektieren zum Beispiel, wenn wir jetzt 1 Hektar Weißkraut bepflanzen, dann selektieren wir aus diesem 1 Hektar Feld die besten Pflanzen. Die werden dann herausgenommen und kommen dann zur Überwinterung in eines unserer Gewächshäuser und daraus wird dann, das bringen wir zum Blühen und dann kommen die Insekten und daraus wird dann Saatgut gewonnen. Und Spannend. so machen wir das mit vielen, vielen Sorten. Wir haben einen Saatgutkatalog mit über 700 Sorten, der jährlich neu herauskommt. Und wir haben natürlich darüber hinaus auch noch Vermehrungsbetriebe in ganz Europa, also nicht nur hier vor unserem Ort. Wir sind im Prinzip der Mutterbetrieb, der Hauptbetrieb. Naja.
Spannend. Interessant. Und können das auch einzelne Leute, können die bei euch was bestellen? Also, oder Ja, ist das nur für große Firmen? Ja, natürlich. Also wir haben unser Saatgutangebot umfasst ein Sortiment für Hausgärtner und für Gärtner. Und von daher haben wir kleine Portionstüten, ja, die man so im Geschäft kaufen kann, wo man im Hausgarten ja, verschiedenste Sachen anbauen kann. Und wir beliefern aber auch Gärtnereien mit größeren Gebinden, die das dann benötigen, um ja, größere Flächen zu bestellen. Sehr schön, sehr schön. Und das machst du ja jetzt seit wie vielen Jahren? Seit du 48 bist. Ich weiß nicht, ja, wie alt also du jetzt bist. Diesen Betrieb Rheinsaat, den gibt es jetzt 25 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und davor hast du als Landwirtin gearbeitet oder hast du davor was anderes gemacht? Na, ich habe davor, ich hatte diesen landwirtschaftlichen Betrieb seit 1979, ja, und hatte aber damals noch mit meinem Mann zusammen einen Keramikbetrieb. Okay. Ja, spannend. Und dann bist du ja auch Abt. Ja, genau. Im buddhistischen Zentrum. Und das Zentrum ist ja auch dort, nehme ich an. Ja, genau. Das ist hier. Und es existiert seit 2014. Und es war ein bisschen ähnlich wie mit meiner Aufgabe oder meiner Berufung als Saatgutzüchterin. Das war auch eines Tages. Ich hatte hier im Bauernhaus das obere Stockwerk ausgebaut, eigentlich für eine Mitarbeiterwohnung. Und das wurde dann nicht benötigt für diesen Mitarbeitern. Und dann war ich auch eines Tages tagsüber, ja, um die Mittagszeit, war ich in diesem neu ausgebauten Raum. Und da hatte ich eine Erscheinung. Ja, und zwar kam mir einfach ein Buddha entgegen, aber am helllichten Tage. Und dann habe ich mir gedacht, da frage ich jetzt nach in Hawaii, ob ich nicht ein Zentrum begründen kann, weil das eigentlich mein großer Traum war. Und so wurde das Zentrum begründet. Also du sagst, es kam dir ein Buddha entgegen, also in deiner Vision, in deiner Vorstellung. In dem Raum dann. Ja. Also das ist in diesem großen Raum, wo jetzt auch das Dharmasar ist, das ist die einzige Wand, die nach Osten blickt. Ja, und ich kam in dieses freie Zimmer und betrachte diese leere Wand, die nach Osten blickt, und dann kommt aus der leeren Wand, tritt ein im Lotus sitzender Buddha hervor. Dort, wo er jetzt steht. Spannend. Ja, ich fand es auch spannend. Und als ich dann irgendwie den Kopf geschüttelt habe, weil das natürlich beim Verstand nicht möglich ist, sowas, war das natürlich auch weg, das Bild wieder. Ja? Hast du sowas öfter, also bist du öfter mal so hellsichtig? Ja, das passiert mir öfters. Ja. Ja. Spannend. Ja, ich erinnere mich da an eine Geschichte, aber die, da kommen wir dann mal später zu, die du mal erzählt hast. ja, okay, dann 2014 ist es dann ein buddhistisches Zentrum geworden. Und wie bist du denn überhaupt zum Buddhismus gekommen? Wann war das und wie ist das passiert? Also wie ist das gekommen? Also zum sozialen Buddhismus von der Bob Sanim, das liegt so circa 30 Jahre zurück. Das war auch mehr oder weniger ein Zufall. Ich hatte schon den Namen der Bob Sanim gehört von einem ganz, ganz alten Schüler aus Bayern, der mir
gesagt hat, wenn ich einmal diesen Namen höre oder es findet einen Vortrag, damals gab es noch öffentliche Vorträge von der Buxanim, sollte so ein Vortrag stattfinden, da soll ich doch hingehen. Und das habe ich getan und habe dann gleich danach das Retreat gemacht und gewusst, das ist es eigentlich. Ja, und das war, gleichzeitig eine Mondzeremonie, nicht nur ein öffentlicher Vortrag. Also ich bin dann auch bald daraufhin Schülerin geworden von der Bobsanim. Hm. Damals ist der Bobsanim noch durch Europa gereist und hat in verschiedenen Städten die Seminare abgehalten. Hm. Und so mehr oder weniger sind die Schüler zu der Bobsanim gekommen. Ja? Ja, das stimmt. Und welchem Zentrum warst du damals angehörig? Oder ja, ich war teilweise war ich im Zentrum in Bayern, in Prien, ja, und dann war ich auch im Zentrum in Wien. Aber das war für mich immer sehr schwierig, weil die Fahrzeit derart lang ist. Und um nach Wien zu kommen, brauche ich von hier, von meinem Wohnort aus, brauche ich 1,5 Stunden. Und das, deswegen war ich sehr selten in einem Zentrum. Mhm. Ich war dann öfters auf Retreats. Ja. Das konnte ich mir leichter einrichten, als einen Abend oder einen Nachmittag ins Zentrum zu fahren. Mhm. Und durch was, also wenn du das sagen magst, durch was für Schwierigkeiten bist du denn auf deinem Weg gegangen? Ja, wenn man das in einfachen Worten zusammenfasst, dann ist es einfach, dass ich gelernt habe, durch Umwege das Prinzip von Ursache und Wirkung kennenzulernen. Mhm. Also einfach, wenn man irgendwann mal was daneben war oder was Falsches gedacht hat oder was oder auch irgendwie nicht klar gehandelt hat, dann hat man einen großen Umweg gemacht. Schwierigkeiten. Mhm. Ja, und würdest du irgendwas anders machen in deinem Leben? Nein, eigentlich nicht. Also ich würde, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich schon früher begonnen zu praktizieren. Mhm. Mhm. Und wobei hat dir denn der soziale Buddhismus besonders geholfen? Also hat er irgendetwas in deinem Leben verändert? Außer jetzt in Dharmasar? Ja, natürlich. Also ich denke, die Übungspraxis hat ganz wesentlich etwas verändert, einfach in der sowohl im Denken, im Handeln, im Sprechen, ja, vor allen Dingen im Handeln, im Miteinander mit anderen Menschen, also hat mich schon sehr geprägt und sozusagen auch das Lesen der Daily Sutras, das ist sowas enorm Wichtiges, dass man einfach sehr, sehr gezielt dadurch eine, ja, ich empfinde das fast eine Entwicklung durchmachen kann. Mhm. Mhm. Schön. Also die Begegnung mit dem sozialen Buddhismus und die Begegnung mit der Bobsanim ist sicher das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Das hat mich wirklich geprägt. Das ist wirklich meine Ausrichtung. Mhm. Ja, kann ich nachempfinden. Mhm. Ja. Genau. Hast du Hobbys auch oder irgendwelche Leidenschaften? Etwas, was du sonst auch noch gerne machst? Also ich habe keine Hobbys, weil mein Beruf ist mein Hobby. Hm. Ah, das ist ja schön, wenn man das so sagen kann, ne? Ja. Du warst ja auch längere Zeit auf Hawaii im Kloster. Ja. Wie ging es dir da? Magst du darüber etwas sagen? Ja, also ich war eigentlich deswegen längere Zeit in Hawaii,
aus gesundheitlichen Gründen. Und es hat mir sehr gut getan. Es war jetzt nicht so einfach, weil wenn man körperlich nicht gut beieinander ist, dann ist alles immer schwieriger. Aber ich habe mich in dieser Zeit sehr gut erholt. Und es hat mir außerordentlich gut getan, die Umgebung in der Nähe von unserer Meisterin, der Bobsanim, zu sein. Die Übungspraxis, das wunderbare Essen, das der Bobsanim kocht, die gute Luft, der Pool, der einfach der Gesundheit gut tut, viele, viele Sachen. Wie lange warst du da? Ich war zweimal ein Vierteljahr dort. Ah ja. Und das war ja dieses Jahr, ne? Ja. Super. Ich denke, ich lese mal einen Daily Reminder vor. Ja. Von Supreme Matriarch Chikwang de Popsanim. Mhm. Daily Reminder ist ja auch kann man ja auch sagen, Daily Sutras. Ja. Ne? Das, was dir auch so geholfen hat und mir ja auch immer. Und ich einfach auch so wichtig finde. Sind ja die Nachrichten sozusagen von Buddha, die der Popsanim ja jeden Morgen in einer Morgenmeditation empfängt. Und ich habe mal ein bisschen was rausgesucht über Natur, weil das ja so ein bisschen, oder weil das ganz gut zu deinem Hof passt und zu dir passt, dachte ich mir so. Mhm. Also, Daily Fragrance of the Lotus Flower by Chikwang de Popsanim, 6582, 17. Juni 2010, Lotus Buddhist Monastery. Wenn man die Samen im Frühling nicht aussät, wie kann man erwarten, im Herbst einen Ernteertrag zu haben? Wenn man einen Samen in den Boden setzt, muss man sich, bis dieser Samen zu wunderbarem Gemüse oder Früchten herangereift ist, um die Setzlinge und Bäume kümmern, sodass man im Herbst sein Gemüse, Früchte oder Getreide ernten kann. Zum Beispiel schiebt ein fauler Bauer, der keine gute Herbsternte hat, oftmals die Schuld auf sein Land und sagt, dass es nicht gut sei, dass der Dünger nicht gut sei, die Samen nicht gut seien oder das Wetter nicht gut gewesen sei. Wie kann ein solcher Bauer mit so vielen Ausreden viele gute Dinge ernten? Auf der anderen Seite wird sich ein gewissenhafter Bauer jeden Tag um die Samen kümmern, die er gesetzt hat. Er gibt ihnen Wasser, bis die Knospen herauskommen und bis seine Früchte oder sein Gemüse reif sind, um geerntet zu werden. Arbeitet er von ganzem Herzen und voller Fleiß. Im Herbst hat er eine große Ernte und bekommt viel Ertrag. Er wird sich wohlfühlen und Buddha, was das Absolute, die Wahrheit bedeutet, Dharma, Sangha und die Natur jeden Tag wertschätzen. Letztendlich bringt er sich zu Reichtum und führt ein wohlhabendes Leben. Ebenso erwähnte de Popsanim neulich in einer Lehre, dass sie bis am 15. Juni 2010 den Samen der Zufriedenheit setzen sollten. De Popsanim segnete und sandte Energie an all diejenigen, die teilnahmen. Wer immer diese Lehre als etwas Kostbares nahm, hat bereits einen äußerst kostbaren Samen gesetzt. Dies ist ein äußerst kostbarer und unbezahlbarer Samen. Diejenigen, die den Samen der Zufriedenheit bereits gesetzt haben, sollten, bis dieser Samen Knospen hat und voll wächst, von ganzem Herzen praktizieren, sodass sie all die Nutzen bekommen können. Für diesen Samen der Zufriedenheit gibt de Popsanim ihnen eine sehr spezielle Praxis, die wie eine Düngung wirkt. Von heute an machen sie, sobald sie in ihrem Bett aufwachen, Hap Chang, und wiederholen sie das Folgende.
Ich wertschätze Buddha, Dharma, Sangha. Wiederholen Sie dann dreimal, ich bin zufrieden. Und wiederholen Sie dreimal das Mantra. Gepopsenem wird Sie unentwegt segnen, sodass Sie Zufriedenheit in Ihrem Leben haben können. Ganz gleich, welcher Situation Sie begegnen, diese Art von Praxis wird Ihnen helfen, Ihre Schwierigkeiten elegant zu überwinden. Dies ist ein sehr kostbarer Samen, den Sie gesetzt haben. Also benutzen Sie ihn und kümmern Sie sich korrekt um ihn. Dieser Samen und diese Praxis wird Ihnen helfen, die Probleme dieses Jahrhunderts zu überwinden. Das ist der Grund, weshalb Gepopsenem Ihnen diese spezielle Praxis gibt, damit Sie ein großartiges Leben haben. Vielen Dank, Gepopsenem. Thank you very much, Gepopsenem. Ja, interessantes Teaching oder Daily Reminder. Ich finde das ganz toll, dass da am Schluss dann auch steht, dass diese Praxis, die Gepopsenem uns da gegeben hat, dass die für dieses Jahrhundert so gut ist. Also das lese ich ja jetzt wieder, das haben wir ja damals schon mal gelesen, ist ja von 2010, das Daily Reminder, aber dass es eben gerade die Probleme dieses Jahrhunderts überwinden hilft, wenn man morgens diese Praxis macht. Ja, also ich finde das auch großartig, also jetzt kommt es mir wieder in Sinn. Ich kann mich gut erinnern und ich finde auch das Beispiel sehr schön, weil ich das natürlich aus eigener Erfahrung weiß. Also ein Bauer, ein Landwirt ist eigentlich von morgens bis abends aufmerksam mit allen seinen Pflanzen oder auch Tieren, je nachdem, in welcher Sparte jemand arbeitet und arbeitet ohne Unterlass. Also ist auch nicht faul. Denn wenn man einmal auslässt oder nicht aktuell oder aufmerksam handelt, dann hat man schon einen Fehler gemacht und das zeigt sich dann ganz schnell. Ja? Also ja. Ich kann nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel ein Bauer, der Heu machen muss, der kann nicht sagen, ich mache das jetzt am Montag, weil ich möchte am Wochenende haben, sondern wenn es am Samstag schön ist, dann muss er am Samstag das Gras schneiden. Ja? Mhm. Und das ist ja das, was der Gepopsenem auch immer wieder betont, dass man ohne Unterlass eigentlich bei der Praxis sein soll und praktizieren soll. Mhm. Und ich finde, dass in diesem Daily Reminder finde ich das großartig, dass diese Wertschätzung von Buddha, Dharma, Sangha, das beinhaltet eigentlich alles, was man in seinem täglichen Leben braucht. Mhm. Und das andere ist, dass man sich immer wieder bewusst ist, dass man eigentlich unglaublich zufrieden sein kann. Denn wenn man überhaupt jemals den Dharma getroffen hat, ist das was ganz Großartiges. Aber es ist ohnehin etwas Großartiges, dass man als Mensch und hoffentlich auch als einigermaßen gesunder Mensch auf der Erde sich bewegen kann und so viele Dinge tun kann, bewegen kann. Ich finde es großartig. Ja, ja, ist großartig. Ich stelle mir auch die Frage, so wenn ein Bauer, ne, der muss sich jeden Tag darum kümmern, was macht er eigentlich, wenn er krank ist? Das ist ja auch heftig. Ach, dann denkt er auch drüber nach. Dann denkt er auch drüber nach, ja. Ja, dann wird man das jemand anderem sagen. Ja, ja. Also, er sorgt sich immer darum und kümmert sich immer darum. Ja, ich möchte fast sagen, nachts nicht, wenn man schläft, aber sonst ist man ist so mit der Natur verbunden. Mhm. Ich glaube, wie in keinem anderen Beruf. Ja, ja, das ist toll. Das ist toll. Ja, du hast auch mal so eine, es ist ein bisschen anderes Thema, weil wir haben ja auch so die Verbindung zu der Quanzumbussal. Ja. Und da hast du mal so eine ganz tolle Geschichte erzählt, das ist dir auch mal auf deinem Hof passiert. Ja. Glaube ich. Und vielleicht magst du die nochmal erzählen. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, aber weil da ist man ja ein bisschen auch mit der Natur verbunden, ne? Mit dem Wetter. Mhm. Ne? Ja. Ja. Also wir sind eigentlich in einer Gegend, wo es
Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Ereignis, was ich dir einmal erzählt hatte, doch immer wieder jedes Jahr starke Niederschläge gab, auch Unwetter und Hagel. Also ich erinnere mich, einmal hat es abends um 10:30 nussgroße Hagelkörner gesät. Mhm. Da ist natürlich alles kaputt. Ja? Und ich weiß jetzt leider nicht mehr, wann das war. Ich schätze, es war so vor 2001 oder um den Dreh oder zwischen 2001 und 2004 war auf jeden Fall ein großes Unwetter. Und ich habe das gesehen. Und das hat genaht vom Westen. Da kam, ja, und es war eigentlich schön. Gelb, lila war der Himmel. Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber dann kam es näher und dann habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ein ganz starkes Unwetter. Ja? Mhm. Und es kam so schnell und mein Kollege und ich, wir sind ungefähr 500 Meter von einem anderen Feldstück ins Haus gerannt. Ich bin nicht mehr ganz, ich war nicht so schnell auf den Beinen. Ja? Er hat das Haus erwischt, aber ich nicht. Ich bin dann in ein anderes Haus. Und da war die Türe noch offen und ich habe gedacht, ich muss die Türe schließen, denn wenn der Sturm reißt uns diese Gewächshaustüre ab. Auf jeden Fall habe ich mich da ganz spontan erinnert, dass im Winterretreat, was ein paar Monate zuvor, wo ich in Hawaii war, haben wir aus dem Lotus Sutra haben wir geschrieben, wenn man so, ich weiß jetzt nicht mehr genauer Wortlaut, aber so ungefähr, wenn man auf hoher See ist und das Schiff droht zu zerbersten, dann rufe nur den Namen der Kwanse Umbasal und du wirst sicher an das Land geleitet werden. Und so etwas war das. Und ich habe mir noch gedacht, warum müssen wir das so oft schreiben? Wir haben dieses ganze Kapitel 5-mal geschrieben. Und das habe ich offensichtlich so verinnerlicht. Jedenfalls bin ich in das Gewächshaus hinein und es war irrsinniger Sturm. Es hat geregnet und zwar nicht Regen von oben, sondern von schräg. Der Strom ist ausgefallen. Und man muss sich vorstellen, wenn es auf ein Gewächshausdach niederprasselt, so ein starker Regen, das hört sich ganz höllisch an. Jedenfalls war ich in diesem Gewächshaus, habe die Türe gehalten, wohl wissend, dass man eigentlich, wenn es blitzt und donnert, soll man kein Metall anfassen. Aber ich habe das trotzdem angefasst, weil die Türe wäre sonst von dem starken Sturm davongeflogen. Mhm. Und dann habe ich ganz laut 3 Minuten Kwanse Umbasal gerufen. Nur 3 Minuten. Und es war schlagartig aus. Das war unfassbar. Es war plötzlich schlagartig aus. Mhm. Und dann habe ich gewusst, weshalb wir ein paar Monate zuvor im Kloster dieses Kapitel geschrieben haben. Hm. Ja. Ja, das ist so. Dieses Kapitel ist ja, das ist ja so, es geht ja um die Kwanse Umbasal, das Kapitel, ne? Kapitel 25 im Lotus Sutra. Ne? Und da geht es eben darum, dass man Kwanse Umbasal ja anruft, wenn man in Not ist auch. Ja. Ne? Also nicht nur, Kwanse Umbasal ist ja auch dafür da, jetzt unsere Wünsche zu erfüllen, aber eben auch uns zu helfen, wenn wir in Not sind. Und ich habe auch schon öfter Erfahrungen damit gemacht, wenn ich in Situationen war, die nicht so schön waren, ne? So, wo ich ein bisschen Angst bekommen habe. Ne? Dann, also, das hilft immer. Das finde ich auch so wunderbar. Und ich bin da auch der Popsonin zutiefst dankbar dafür, dass wir dieses Wissen bekommen durften darüber. Ne? Und dass das so ist, ne? Also es ist, erfüllt einen dann auch so, auch mit Demut dann auch immer gleich danach. Ne, denkt man so, wow, ich bin so dankbar dafür, dass dieses Wesen auch, Kwanse Umbasal, uns immer hilft. Ne? Ja, also dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich denke, wenn man das einmal erlebt hat, dann wird es zu einer Realität. Mhm. Ja. Ja, du hast ja
schon öfter bei dir, glaube ich, ein oder zweimal, glaube ich, oder vielleicht sogar schon dreimal, ich weiß nicht. Ja, gab es ja bei dir in dem Zentrum auch das Young Sangha Retreat. Ja. Ja. Wie oft? Das war auch dreimal. Dreimal? Ja, das war auch immer sehr schön. Ja. Und ich glaube, die jungen Leute waren auch sehr gerne hier. Mhm. Weil es natürlich, es ist hier ein sehr schöner Platz. Ja. Dadurch, dass wir das Wochenende immer für das Retreat frei haben. Wir haben ja von unserer Infrastruktur, wir haben ja eine Betriebsküche und sozusagen es gibt einen sehr schönen großen Dharma-Raum und es gibt ein paar Zimmer, wo die Menschen übernachten können. Anfangs mussten die Menschen auch in den Wohnwägen übernachten, aber jeder wollte so gerne hier am Betrieb übernachten. Wir haben auch Kühe und Hühner und morgens wird man vom Hahn geweckt. Mhm. Und ich glaube, und abends ist meistens ein Lagerfeuerchen am Samstagabend und die jungen Menschen singen und erzählen sich was. Und ich glaube, das ist einfach für viele Menschen, die hauptsächlich aus der Stadt kommen, ist das ein ganz tiefes Erlebnis, so in von diesem Hofgeschehen und von der Natur und von dieser Vielfalt so viel mitzubekommen. Ja, das ist sicherlich total schön. Ja, nächstes Jahr ist das ja das Sangha Weekend, das Young Sangha Retreat ist ja bei uns in Hamburg, aber das ist dann mitten in der Stadt. Das ist Das ist auch schön. Komplett anders. Ja, also, aber Hamburg ist eine wunderbare Stadt, ja? Ja, Hamburg ist eine wunderbare Stadt. Es ist sicherlich auch schön, aber eben anders. Ja. Nein, also, das ist sehr schön. Wir können hier kein Lagerfeuer machen. Aber es ist auch schön. Ja, das finde ich großartig, ja? Mhm. Ja. Ja, hast du irgendwelche neuen Projekte? Irgendetwas, was dir gekommen ist. Nein, derzeit nicht. Worüber du schon sprechen kannst. Nein, derzeit nicht. Ja. Nein. Ja. Weißt du, wann du wieder nach Hawaii reisen wirst? Ja, im Winter. Ah ja. Ja. Also ich hatte neulich einen Geschäftspartner aus Nordindien, ja, der dort auch einen kleinen Saatzuchtbetrieb hatte und er war nur 3 Tage hier und ich habe ihm erzählt von der Bobsanim und er wurde jetzt Schüler von der Bobsanim. Oh, das ist ja toll. Toll. Mega. Das war ganz spontane Entscheidung. Irgendwann ein Zentrum in Indien. Wird noch ein bisschen dauern. Ja. Aber ich war so glücklich, ja. Für diesen spontanen Entschluss. Ja. Schön. Ja, sonst habe ich jetzt, bin ich offen, was da kommt. Ja, schön. Ich lese jetzt nochmal ein Daily Reminder vor. Wunderbar. Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jikang de Popsonim. 10289, 10. August 2020, Lotus Buddhist Monastery. Um unser eigenes Leiden zu beseitigen, ist es zuerst unerlässlich, die Geisteshaltung zu haben, gut und schlecht, richtig und falsch zu überwinden, wie auch mögen und nicht mögen. Unser innerer Frieden, der weit sein muss, und das Wissen, wie wir Diskriminierung und Differenzierung überwinden können, werden in Wirklichkeit der Weg sein, um unseren eigenen Schatz in uns zu bewahren und ihn korrekt zu benutzen. Diese Diskriminierung und Unterscheidung zu überwinden ist nicht leicht, weshalb wir praktizieren müssen. Und wenn sich unsere Praxis intensiviert, können wir jenseits der Welt der Diskriminierung und Unterscheidung gehen. Wenn wir dies tun, können wir zu der Zeit erleuchtet werden. Erleuchtet zu sein bedeutet, dass all die Diskriminierung und Unterscheidung, die einem unwissenden Geist erwachsen, verschwinden.
Unsere eigene Weisheit strahlt dann wie die Sonne, der Mond und die Sterne. Daher können wir anderen Wohlbefinden darbringen und ihnen helfen, wenn sie Unterstützung benötigen. Wir geben ihnen Sicherheit, wenn sie einen sicheren Geist brauchen. Und wenn sie hungrig sind, können wir ihnen Essen geben. Zur Illustration. Wir können denjenigen, die sich physisch unwohl fühlen und in Not befinden, helfen, einen guten Arzt zu finden. Wenn wir also kranke, fühlende Wesen mit Verständnis und Pflege versorgen, wird unser eigenes Leiden verringert. Der Geist der Diskriminierung und Unterscheidung beeinflusst nicht nur uns, sondern führt auch bei den fühlenden Wesen zu Leiden, anstatt dass sie sehr gut leben. Daher ist es, obwohl es schwierig ist, den Geist der Diskriminierung und Unterscheidung zu beseitigen, wichtig, den liebenden Geist von Buddha, dem Absoluten der Wahrheit zu haben. Aber diejenigen, deren Liebe trocken und kalt ist, haben Schwierigkeiten, diese Wahrheit der Liebe zu verstehen. Dennoch, wenn der süße Tau der Liebe herabregnet, erwächst diese Liebe automatisch aus unserem Geist, wenn wir entsprechend praktizieren. Dies liegt daran, dass alle fühlenden Wesen der Samen der Energie Buddhas, des Absoluten der Wahrheit und der Liebe unserer Eltern sind. Daher schließen diejenigen, die sehr negativ sind und die Liebe nicht verstehen, gleichzeitig die Türe ihres Geistes, wodurch sie sich einsam machen. In diesem Fall greifen sie auf Schuldvorwürfe und Neid zurück, aus denen nur negatives Karma erzeugt wird. Obwohl die Bäume und Steine keine Gefühle oder Emotionen zu haben scheinen, lässt unsere eigene Berührung der Liebe und Fürsorge in Wirklichkeit sogar solche Kreationen der Natur erblühen. Dann gedeihen sogar die Bäume und das Gemüse und die Steine erfüllen ihre Pflichten korrekt. Je mehr unser Geist von Liebe erfüllt ist, desto stärker wird das Immunsystem sein, das dieser liebende Geist errichtet, um äußerliche Viren zu bekämpfen. Deshalb, zur Illustration, werden, wenn man einen Corona-Test macht, diejenigen, die ein lächelndes Gesicht haben, voraussichtlich negativ testen. Aber diejenigen, die Angst haben und einen negativen Geist haben, werden wahrscheinlich positiv testen. Deshalb sollten wir die drei Juwelen Buddha, Dharma und Sangha, die die drei Juwelen der Liebe sind, an alle übermitteln, sodass wir alle äußerst glückliche und gesunde Leben haben können. Es ist klar, dass durch das allmähliche Verbreiten der Liebe von Buddha, Dharma und Sangha an alle anderen auch alle glücklich und gesund sein können. Vielen Dank, der Popsanem. Thank you very much, der Popsanem. Ja, schönes Daily Mailer. Großartig. Ja, immer einen positiven Geist haben, ne? Ist nicht immer so einfach. Aber ja, dann ist auch das Immunsystem stark. Ja, vor allen Dingen keinen diskriminierenden Geist zu haben. Ja. Das ist eine der größten Herausforderungen. Total, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Mhm. Gerade in der jetzigen Weltsituation, finde ich. Nicht einfach. Ja, aber das ist, es ist so ähnlich wie die Sonne bestrahlt den Mond. Ja, also wenn hier auch drinsteht, obwohl die Bäume und Steine keine Gefühle oder Emotionen zu haben scheinen, ja, dann kann sogar das sozusagen erstrahlen, ja, wenn man einfach einen anderen Geist hat, der Liebe und Fürsorge. Ja.
Ja, dann kann alles gedeihen, alles blühen mit Liebe und Fürsorge. Naja, auch die Menschen. Ja. Es ist alles Natur, auch der Mensch, ja. Und eigentlich ist es auch, denke ich, ist es auch wichtig, dass man sozusagen sein I, my, me zurücknimmt. Ja. Und diesen, wirklich diesen weiten Geist pflegt. Dann kann das alles auch in der, den weiten Geist und diesen liebenden Geist pflegt, dann kann das alles mehr erscheinen. Das stimmt. Ganz wichtig finde ich auch noch, dass man auch diesen liebenden Geist sich selbst gegenüber hat. Ja. Also kein Ego zu haben, bedeutet ja auch nicht, sich nicht um sich selber zu kümmern auch, ne, und sich selber zu lieben. Ja, wobei wir ja wieder dabei sind, was du eingangs gesagt hast im ersten Daily Reminder, sozusagen, dass es ratsam wäre, jeden Morgen, bevor man überhaupt aus dem Bett aufsteigt, zu sagen, man ist zufrieden, dadurch schätzt man seine eigene Existenz. Und ja, total. Das ist ja dann ein ganz positiver Gedanke. Total. Diese Dankbarkeit auch, ne? Diesen positiven Gedanken zu haben und diese Dankbarkeit dem Leben gegenüber, dass man überhaupt, dass man lebt, ne? Dass ja. man auch zufrieden ist mit dem, was man hat. Und ja, dann, genau, das ist auch sehr gut für die Gesundheit. Ja, das ist überhaupt. Das ist der Kern eigentlich auch, ne? Im Prinzip ist das ganz logisch. Einen positiven Geist zu haben, dankbaren positiven Geist zu haben, das ist eigentlich schon mal die halbe Miete, ne? Ja. Ja. Ich hätte ja noch ein Daily Reminder. Das habe ich dir aber noch nicht geschickt. Das habe ich jetzt noch gefunden. Das finde ich auch noch sehr schön. Wenn du möchtest, kann ich das auch noch mal eben lesen. Gerne. Das ist auch sehr schön und passt auch. Gerne. Ja. Also Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jiquang de Popsonim. 8141, 23. September 2014, Lotus Buddhist Monastery. Also 2014, ne? Betonung, weil am Schluss kommt nochmal was, was jetzt auch ein bisschen passt, aber es ist eben von 2014 ja geschrieben. Der Geist der Menschen ist mit der Natur verbunden. Deshalb führt der menschliche Geist, der negativ und mit vielen Unreinheiten beschmutzt ist, dazu, dass sich die Natur sehr unwohl fühlt. Dies wiederum bringt Naturkatastrophen. Es ist klar, dass jedes Ungleichgewicht der Naturenergie ein Durcheinander in der Natur erzeugt. Folglich fällt, wenn Regen fallen sollte, kein Regen. Und wenn das Wetter klar sein sollte, regnet es stattdessen. Ein solcher Aufruhr entsteht, weil unser Geist mit der Natur verbunden ist und sie beeinflusst. Es gibt ein altes Sprichwort: Selbst das Gras wächst nicht an einem Ort, an dem der menschliche Geist negativ und aufbrausend ist. Wir alle leben zusammen in diesem weiten Raum des Universums, der die Welt Buddhas ist. Die Natur wird daher davon beeinflusst, wie jeder Einzelne seinen Geist hält und benutzt. Deshalb sollten wir, ganz gleich wie klug oder bewandert wir sind, vor der Natur nicht damit prahlen, wie gut wir sind. Der weiseste Weg ist, der Natur zu gehorchen und sie zu respektieren. Wir wissen zu gut, dass das Ungleichgewicht der Natur den fühlenden Wesen viele Gefahren und viel Leid bringt, was für uns insbesondere durch Hurrikane, Tsunamis, Feuer und anderen Erscheinungsformen der Störung sichtbar wird. Aus diesem Grund wird von den Menschen erwartet, dass sie ihren Geist in der Leere halten.
und dass sie, wenn sie ihn benutzen, in eine positive Richtung gehen. Dies zu tun bedeutet, dass wir uns wirklich um uns selbst und andere und sogar um die Natur kümmern. Die Natur und wir sind nicht zwei, denn unsere Körper sind, wie wir wissen, aus den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Wind gemacht. Es ist dann offensichtlich, dass wir, um unseren Körper gesund und angenehm zu machen, unseren Besitzer, das heißt unseren Geist, auf eine positive und korrekte Weise steuern sollten. Dies ist der Weg, um alle zu retten. Mit dieser positiven Herangehensweise dienen wir allen mit unserer großen Liebe und unserem großen Mitgefühl und mit unserem Leben, das wir allen widmen. Daher werden sich mit einer solchen Geisteshaltung sowohl die Menschen als auch die Natur wohlfühlen. Insbesondere Menschen sollten daher nicht einmal daran denken, andere zu verletzen oder zu schädigen. Aus diesem Grund weist uns das erste von den fünf Gelöbnissen, die uns Buddha gegeben hat, an, nicht zu töten. Wenn die ganze Welt nur dieses eine Gelöbnis, andere nicht zu töten, einhalten würde, hätten wir keinerlei Konflikte. Gegenwärtig wüten Kriege in Syrien und im Irak, und es sind die Menschen solcher Länder, die den Dharma benötigen. Deshalb sollten wir alle das, was wir vom Dharma gelernt haben, ganz gleich, was es ist, an andere übermitteln, da wir dann diesem Globus Weltfrieden bringen können. Vielen Dank, der Popsanam. Thank you very much, der Popsanam. Eigentlich ganz aktuell. Ja, total, ne? Mhm. Ja. Obwohl, da steht unten Syrien und im Irak, aber wir haben ja noch jetzt Ukraine, ja, ne? Ja. Und noch andere. Ja, total. Also, wenn man nur dieses eine Gelöbnis, wir haben ja 10 Gelöbnisse und die ersten 5 beinhalten ja dann auch nicht zu töten. Wenn man nur dieses eine, wenn das jeder auf der Welt beherzigen würde, wäre Frieden da, ne? Ja, also das ist das eine, das ist ganz, ganz wichtig natürlich, jetzt auch aus dem aktuellen Geschehen heraus. Aber das prinzipiell ist einfach diese Demut, das ist ein ganz altmodisches Wort, aber die Demut vor der Natur und allen Lebewesen, was ganz enorm wichtig ist. Mhm. Dann kann man überhaupt nicht anders handeln. Man wird einfach nicht unachtsam jemandem irgendetwas Schaden zufügen. Mhm. Ja. Ja, diese, wenn man demütig ist, ne? Und diese Wertschätzung der Natur gegenüber. Ja, total. Den anderen gegenüber. Ja, ja? Ja, ja. Ja, und wenn man einen weiten Geist hat, ne? Mhm. Also mhm. weitschauend ist und kein Ich, mein Mich hat und keine Gier und ne, diese Gifte. Ja. Ne? Dann wäre das Ganze etwas einfacher. Aber wir haben uns ja diesen Planeten ausgesucht, hierher zu kommen, ne? Wo ich immer manchmal denke, oh mein Gott, Buddha, das ist nicht so einfach, manchmal. Ne? Ja, aber es ist natürlich schwierig, bei gewissen Situationen ein bisschen ohnmächtig zu sein, aber man ist eigentlich auch nicht ohnmächtig, wenn man sich als Praktizierender bewusst ist, dass man eigentlich eine Übungspraxis hat. Und ich denke, das ist etwas in der Welt, alles, was man korrekt tut, alles, was man ja im Sinne Buddhas denkt, spricht, handelt, das hat alles eine Wirkung in der Welt. Ja. Mhm. Und je mehr Menschen praktizieren, je mehr Wirkung wird es auch haben. Also das ist in einer Art und Weise eine gewisse Evolution. Mhm. Und Ausdauer ist auch ein Parameter. Mhm. Und man darf auch nicht verfallen darin, ja, wie andere zu beschuldigen oder diskriminieren. Da sind wir gleich wieder bei den anderen Themen, ja? Mhm. Ja. Ich finde es auch, jetzt nochmal zu diesem Daily Reminder hier zu kommen, finde ich es auch so
Spannend und eigentlich auch so klar, ne? Dadurch, dass wir ja selber Natur sind, sind wir ja auch so auch mit dem Wetter verbunden, ne? Mit den Ereignissen des Wetters. Da kann man sehen, wie das immer so, wie wir damit oder wie das Wetter mit uns in Resonanz geht, wie das so Hand in Hand geht, ne? Also ja, also auch da sollte man wieder einen positiven Geist haben, dann kann auch sich das Wetter verbessern. Ja. Also je nachdem, was es gebraucht wird. Es gibt ja kein schlechtes Wetter in dem Sinne, ne? Aber dann ist immer das da, was gerade gebraucht wird. So stelle ich es mir vor. Große Herausforderung, ja. Ja. Ja, gut. Dann kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen. Ja. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an dem Podcast-Interview teilzunehmen. Ja, aber gerne. Schön. Ja, Ja, auch dann vielen Dank sehen für wir das uns auf dem Gespräch. Sangha-Weekend. Bitte? Sehen wir uns auf dem Sangha-Weekend? Ja. Kommst du auch? Ja. Schön. Alles klar, dann vielen Dank. Ja, gerne. Ja. Ja, Tschüss. dann bis bald. Vielen Dank, der Popsinnen. Vielen Dank, der Popsim. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich mit dem Interview. Falls du mal dich mehr mit Saatgut aus biologischer Züchtung beschäftigen möchtest, werde ich die Seite von, also die Homepage von Reinhild in die Shownotes reinschreiben. Also die Kontaktdaten zu Reinhild. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis zur nächsten Woche, Hab Chang, deine Gagdok.